Oh je, was hört man da aktuell? Der Markt hat neue Türen aufgestoßen nach unten. Jetzt geht's richtig nach unten ab. Tatsächlich, mit dem heutigen Gap auf der Abwärtsseite ist es sicherlich nicht das stärkste Bild, was der DAX da zeigen konnte. Und die amerikanischen Börsen sind ja kein Deut besser. Aber ist die Welt wirklich ganz so schlecht? Ich will mal auf den Chart gucken und dann wollen wir mal sehen, ob es da wirklich so dramatisch aussieht, wie sich das immer anhört. Also, wenn wir mal hier drauf gucken, einmal auf das Chartbild hier beim DAX, dann sieht man natürlich hier das Gap auf Tagesbasis. Da oben kann man das so halbwegs erkennen. Hier unten nochmal im Stundenchart. Aber man muss ja eins relativ klar erkennen, dass wir hier in der Abwärtsseite sehr wackelig unterwegs sind. Auch hier die Abwärtsseite sehr wackelig. Alles eher Indizien dafür, nicht jetzt zwangsweise zu kaufen, aber noch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, denn das sind alles Korrektivmuster. Ich weiß, sagt er immer wieder das Gleiche, aber das ist das typische Verhalten im Markt. Das ist zwar keine Garantie, dass der Markt nicht doch noch mal erst nach unten geht, bevor er nach oben geht, aber wir sollten nicht jetzt Super Drama Queen machen, sondern wir sollten ja wirklich gucken, wie die Situation aussieht, und dann sehen wir, es ist noch längst keine echte Panik angesagt. Auch so ein Gap löst an sich noch keine Panik aus. Also alles nicht so schlimm. Naja, noch ist kein Grund, hier auf die Long-Seite zu wechseln. Denn im kürzerfristigen Bild, ganz klar, es ist immer noch das Abwärtsbild, was hier dominiert. Aber trotz alledem, spätestens wenn diese Marke nach oben durchbrochen wird, dann sind wir auf der Long-Seite mit guten Chancen wieder mit dabei. Naja, aber bis dahin ist ja noch ein gutes Stück hin. Tatsächlich, dem ist so, und dementsprechend sollte man auch wirklich auf dem kürzerfristigen Bild mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Ich wechsle da mal vom DAX-Index auf den Future beispielsweise, um hier mal so den Überblick zu haben, wie es da aussieht. Und dann sehen wir, dass die Abwärtsseite halt auch hier relativ wackelig in den letzten vielen Minuten aussah. Das ist hier im 5-Minuten-Chart. Und dass wir jetzt, naja, irgendwie rumkrauchen. Also noch keine Stärke wirklich zu sehen. Wir sehen aber, dass die Abwärtsseite hier ebenfalls so ein bisschen an Fahrt verliert. Das heißt, wir haben vielleicht für heute Nachmittag sogar eine Chance, dass sich die Long-Seite früher oder später doch nochmal etabliert. Das ist zumindest mal das, worauf man da gucken kann. Also, bitte noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber klar, wir müssen damit rechnen, dass der Markt noch weiter nach unten geht. Aber es ist nicht das große Aktiensterben hier angesagt, sondern es ist einfach eine technische Reaktion, nochmal zur Erinnerung, auch wenn das hier jetzt im Terminkontrakt ist. Wir sehen, von Weihnachten aus sind wir tapfer gestiegen. Da wäre ein Rücksetzer ja nichts anderes als mal eine technische Korrektur. Und selbst wenn wir hier nochmal durchgehen, kein Riesendrama, sondern insgesamt auch diese Bewegung, die sich hier anschließt, vorläufig erstmal als eine reine Korrektur eben zu sehen, die klar auch mal ein paar hundert Punkte kosten kann, aber übergeordnet noch längst nichts kaputt gemacht hat. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus beim Rohöl. Das haben wir ja so ein bisschen auf dem Kieker jüngst hier. Wir sehen das hier mal auf Tagesbasis beispielsweise von der Hochsituation ausgehend stark nach unten. Da sehen wir zum Beispiel, dass wir hier noch keine Kursüberschneidung haben. Wir sehen aber, dass wir hier zum Beispiel im Stundenchart aktuell Schubrichtung nach unten, wackelig nach oben. Und wir wissen ja, da sind so die typischen Unterseiten hier, diese steigenden Hochs. Das sind mögliche Trigger, um hier in den Markt reinzukommen. Das klappt nicht immer, das gelingt auch uns nicht immer. Aber wenn man hier ein, zwei solcher Bewegungen mal ordentlich mitnimmt, ist die Laufweite, wir sehen das hier andeutungsweise, ja durchaus weit. Dann darf man auch das ein oder andere mal ausgestoppt werden mit einem kleinen Stopp, idealerweise vielleicht sogar schon nachgezogen. Gut, das mal so als kleine Anregung. Wir haben heute im Trade des Tages tatsächlich nochmal Öl auf den Plan genommen, weil das sicherlich spannend ist und auch da ganz gute Triggermöglichkeiten bietet. Trotz alledem, wer möchte, der kann natürlich auch die anderen Märkte unter den ähnlichen Gesichtspunkten sich einfach nochmal angucken. In diesem Sinne wünsche ich für heute toi toi toi, alles Gute, nicht den Kopf in den Sand stecken, aber auch noch nicht kaufen, sondern erst warten, bis man getriggert wird. In diesem Sinne, alles Gute.